بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Weitere Taten finden wir in anderen Überlieferungen, wie zum Beispiel in Sunan Abi Dawud, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages eine Predigt hielt und dann fragte er, gibt es hier jemanden von dem Stamm so und so? Und niemand antwortete ihm. Danach sagte er, gibt es hier jemanden von dem Stamm so und so? Und keiner antwortete ihm. Dann fragte er erneut, bis ein Mann dann aufstand und sagte, ich, o Gesandter Allahs. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann, was hat dich davon abgehalten, mir bei den ersten beiden Malen zu antworten? Ich werde für euch nur Gutes erwähnen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, euer Gefährte ist an seine Schulden gefesselt. Also das heißt, derjenige, der mit Schulden stirbt, ist an seine Schulden gefesselt. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, geh und bezahl die Schulden deines Bruders, denn dein Bruder ist gefangen in seinem Körper. Das heißt, er wird von Jannah abgehalten, wegen seiner Schulden. Das heißt, er konnte nicht wegen den Schulden ins Paradies eingehen. Das ist eine wichtige Sache, auf die wir auch achten sollten, insbesondere wenn wir jemandem Geld schulden, dass wir zumindest unsere Familie davon in Kenntnis setzen, sodass, wenn unser einer stirbt, möge Allah uns bewahren und uns ein langes, rechtschaffenes Leben geben, sodass die Familienmitglieder dann diese Schulden bezahlen können. Das ist sehr wichtig, dass wir darauf achten. Eine weitere Sache ist übermäßiges Weinen, wenn jemand stirbt. Und hier finden wir die Überlieferung, welche wir unter anderem auch in Bukhari vorfinden, auch bei Muslim, dass Umar radiallahu anhu, als er verletzt wurde, einer der Sahaba, nämlich Suhaib, zu ihm eintrat und er weinte. Und dann sagt er, Ya Suhaib, atabki alayya wa qad qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innal mayyit yu'adhab bi ba'di buka ahlihi alayhi. O Suhaib, weinst du meinetwegen, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der Tote bestraft wird wegen einigem Weinen seiner Familienmitglieder über ihn. Und Aisha, Allahs Wohlgefallen auf ihr, sie hat diese Sache abgelehnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das tatsächlich gesagt hätte. Und sie sagt zum Beispiel in Sahih Bukhari auch, dass Ibn Abbas das erwähnte, was Umar gesagt hat, nachdem Umar verstorben ist, radiallahu anhu. Und dann sagte sie, Rahimallah Umar, möge Allah mit Umar barmherzig sein. Wallahi, ma hadatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Allah la yu'adhib al-mu'min bi buka'i ahlihi alayhi. Sie sagte, bei Allah, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat dies nicht gesagt, dass Allah den Gläubigen wegen dem Weinen seiner Familienmitglieder bestraft. Und dann sagte sie, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, jedoch sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yazidul kafir azaban bi bukai ahlihi alayhi. Dass Allah dem Kafir Strafe oder Qualen hinzufügt wegen dem Weinen seiner Familienmitglieder über ihn. Und dann erwähnte sie den Koranvers, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dass keine lasttragende Seele die Last einer anderen trägt. Also keiner ist verantwortlich für die Taten von jemand anderem. Ja, wenn deine Familienmitglieder weinen, was kannst du dafür als tote Person? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, hat der Prophet das jetzt gesagt, sallallahu alaihi wasallam, oder nicht? Die erste Sache ist, dass der Prophet das tatsächlich gesagt hat und Aisha, Allahs Wohlgefallen auf ihr, wusste es nicht. Deswegen stritt sie dies ab und dies ist über mehrere Sahaba überliefert worden, dass der Prophet diese Worte sagte, dass der Tote bestraft wird wegen dem Weinen seiner Familienmitglieder. Und die zweite Sache ist, wie kann der Tote bestraft werden? Und Allah sagt im Koran, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, dass keine lasttragende Seele die Last einer anderen trägt. Wie gesagt, was kann der Tote dafür, wenn die Familienmitglieder weinen? Und hierzu haben die Gelehrten mehrere Antworten. Hier erwähnt zum Beispiel Al-Qurtubi über einige Gelehrte, dass diese sagten, dass der Tote bestraft wird wegen dem Weinen seiner lebendigen Angehörigen, wenn der Tote dies vorgeschrieben hat und dies so wollte, ja, dass man über ihn weint. Andere erklärten es dahingehend, dass damit das verbotene Trauer gemeint ist, nämlich dass man sich schlägt und seine Kleidung zerreißt und so weiter und so fort. Der Punkt ist, das ist eines der Gründe, weshalb man bestraft werden kann. Aber hier ist nicht das normale Weinen gemeint. Und es kann auch nicht gemeint sein, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam weinte, als sein Sohn Ibrahim gestorben ist. Und das ist eine menschliche, natürliche Sache. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Jedoch
muss dieses Weinen im Rahmen des Erlaubten geschehen. Man darf nicht anfangen, seine Kleidung zu zerreißen oder seine Haare zu zerreißen und zu schreien oder Sachen zu sagen, ja, die verboten sind, wie zum Beispiel, oh Allah, warum hast du mir meinen Sohn genommen, oder oh Allah, warum hast du dies oder jenes getan. Das Trauern muss im Rahmen des Erlaubten geschehen. Hada wallahu ta'ala a'lam. Das waren einige Punkte oder einige Taten, wofür man bestraft werden kann. Es gibt noch weitere Taten, aber wir beschränken es auf diese. Hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammad.